Darf ich vorstellen, meine Frau Colette. Wir haben es mit Colette zu tun, in einer Künstlerbiografie über die Schriftstellerin Colette, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit ihren Romanen in Paris Furore machte. Ich möchte an allem teilhaben und nicht wie eine kleine Hausfrau behandelt werden. Colette war eine ganz spannende Person. Sie war ein Mädchen vom Land, das einen Literaturentrepreneur geheiratet hat. Du wirst an allem teilhaben, versprochen. Er hat eine Menge Ghostwriter für sich schreiben lassen und unter dem Namen Willy wurden dann diese Romane und Feuilletons etc. veröffentlicht. Willy ist eine Marke. Wir haben Geschichten von Willy, Musikrezensionen von Willy. Jetzt kommt Willys erster Roman. Und wer wird diesen Roman schreiben? Sie ist dann auch da eingestiegen und hat Romane geschrieben. Die wurden dann natürlich nicht unter ihrem Namen veröffentlicht. Stimmt etwas nicht? Was glaubst du, stimmt nicht? Und darüber kommt es dann zum Zerwürfnis mit diesem Ehemann. Weißt du, endlich haben wir Erfolg und dann kommen von dir Andeutungen, ich wäre nicht der Autor. Das ist nicht wahr. Und sie beginnt dann auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, was er wiederum fördert. Und also es ist ein großer Tumult, ein großes Durcheinander. Wenn sie ihre Augen aufschlagen, ist es, als würden sie mir meine Kleider ausziehen. Sieh nicht weg. Sieh mich an. Sieh mich an, wie ich dich ansehe. Dieser Film ist besser, als man es vermuten könnte. Viel besser sogar. Der Film schafft es, die Komplexität dieser Figur sehr gut zu zeigen und auch die Komplexität der männlichen Figuren, die sie umgeben. Und das ist für einen Film, der sich dezidiert als sehr feministisch präsentiert, doch eine interessante Wendung. Madame Colette, wie ist Ihr Eindruck des heutigen Abends? Mein Eindruck des Abends? Ich bin angeekelt. Die Leute, die mit Sachen geworfen haben, sind Feiglinge und ich bekam nur keinen Stuhl ins Gesicht, weil ich ausweichen konnte. Zu einem guten Film macht Colette, dass die Figuren nicht schwarz-weiß sind. Zum Beispiel ihr Ehemann wird schon nicht als der Ausbeuter gezeichnet, sondern man sieht sehr klar, dass ohne ihn sie niemals angefangen hätte zu schreiben. Mein Name ist Claudine. Ich lebe in Montigny. Hier werde ich aller Voraussicht nach nicht sterben. Das ist gut. Offenbar wurde Willy teilweise von ihrer Schulzeit inspiriert. Schreib! Willy, du Mistkerl! Ja, ich denke, eine Kleinigkeit habe ich beigetragen. Keira Knightley spielt die Hauptrolle. Sie spielt das sehr gut. Sie schafft es problemlos, das junge Mädchen zu spielen, starksig, unsicher und dann die Dame von Welt oder von Halbwelt, zu der Colette dann wird. Scheinbar ist Claudine allgegenwärtig in diesen Tagen. Ja, es gab sogar eine Claudine-Mörderin in Marseille. Sie schlitzte ihrem Mann die Kehle auf. Schön für sie. Und Dominic West, der ihren Ehemann spielt, ist ein absoluter Knaller. Mein Plan ist es, Claudine zum berühmtesten Mädchen Frankreichs zu machen. Willy, Ihr Buch wird die Welt verändern. Claudine! Claudine! Sag mir, wie viele Menschen in diesem Park hier lesen gerade Claudine in Paris? Wer erobert mein Herz im Sturm? Eigentlich ist er derjenige, der alle anderen an die Wand spielt, als ein total überschäumender Typ, der ein Schurke ist, aber auch ein großer Liebender, ein großer Kunstliebhaber und ein großer Geschäftsmann. Aber letztlich dann halt diese Frau auch verliert, weil er ihr nicht gerecht hat. Wir haben all den jungen Mädchen eine Stimme gegeben. Willy hat das, meinen Sie? Claudine! Ich meine, Sie haben das. Sie sollten sich dazu bekennen. Ich bin die wahre Claudine. Ich werde damit weitermachen, weil ich es möchte. Also alle, die sich dafür interessieren, wie Kunst entstehen kann, was es alles braucht, damit etwas Neues passiert und wie aufregend das Leben auch schon in der Zeit, die wir so als total rigide noch in Erinnerung haben oder uns vorstellen, war, für die ist der Film sehr gut geeignet. Die Hand, die die Feder hält, schreibt Geschichte.